Moin und willkommen zu einem neuen Gaming-Video hier auf unserem Kanal. Heute spielen wir ja wieder mit dem Train Simulator 2021. Heute fahren wir die dritte Etappe unserer Reise nach St. Moritz. Wir waren ja das letzte Mal bis Filisur gekommen. Heute fahren wir von Filisur weiter nach Bergün. Viel Spaß damit, Like und Abo nicht vergessen. Ciao. Ja, und jetzt geht's rein ins Video. So Leute, jetzt sind wir in unserem Führerstand. Ja. Okay. Also gleiche Lok, natürlich die gleichen 6 Wagen. Wir fahren natürlich dann die gleiche Strecke. Allerdings eine andere Nummer, eine 642er mit dem Wappen von Breil. Genau, Riegels. Ja. Mit diesem Zug werden wir heute nach Bergün fahren, von Filisur. Ja. So, erst mal den Bügelhof fahren. Also nehmen wir uns nochmal das Hotel, Krishuna. Da fahren wir jetzt gleich dran vorbei. So, wie gesagt, Filisur, großer Umsteigebahnhof, habe ich schon erzählt. Von hier aus kann man auch nach Richtung Davos weiterfahren. Dann müsste es ja gleich bergauf gehen. Ja. Also wir fahren jetzt durch das Albulatal und es wird recht schmal werden. Das ist eine schmale Stelle, wo wir jetzt durch müssen. Gut, die Türen gehen zu. Jetzt sind wir abfahrtbereit. Ja, jetzt fängt so richtig die Kletterei an. Von Filisur nach Bergün. Hier sieht man schon, gleich nach dem Bahnhof geht's hoch. Gleich nach dem Bahnhof geht's bergauf. Wieder richtig schönes Wetter, dass wir auch was von der Landschaft haben. So tief hängende Wolken wollen wir jetzt eigentlich nicht haben. Wir wollen ja die Berge auch sehen, ne? Ich weiß gar nicht, wie lange das da im Spiel dauert. Vielleicht auch noch mal so eine Viertelstunde, bis wir in Bergün sind. Müssen wir gucken, weiß ich noch nicht. Ja, hier sind natürlich auch einige Tunnels eingebaut, weil das Gelände doch relativ steil abfällt und weil das Tal auch noch relativ schmal ist, wo wir jetzt gerade durchfahren. Das war dieser Felssporn, wo wir gerade durchgefahren sind. Genau.
Da sieht man es, es wird immer schmaler da hinten. Hier nochmal ein Blick zurück nach Filisur. Da ist Filisur noch zu sehen. Also man merkt hier, es ist merklich bergauf geht. Ich weiß nicht, ich glaube Filisur liegt auf 1000 Meter. Ich glaube Bergün liegt schon auf 1300, 1400 Meter. So genau weiß ich es jetzt nicht. Also da ist schon, ja, schon einiges geboten hier. So, jetzt sind wir die Fahrgäste. Können rausgucken. Ist auch, man kann gut hoch nach oben schauen durch die Panoramafenster. Sieht man auch gut die Berge und die Anhöhen. Die Speisekarte. Sieht aber schön geräumig aus. Ja. Ah, hier ist parallel. Hier kann man dann Gleisüberholung machen. Oder Gegenverkehr durchlassen. Oh. Ah ne, das ist. Ich habe gedacht, das wäre doppelgleisig. Ja, irgendwo sind da Möglichkeiten, wo man aneinander vorbeifahren kann. Da wo Platz ist, haben sie es wohl gebaut. Ja, hier ist Tunnel auf Tunnel. Gott sei Dank auch viele kurze Tunnels dabei. Ich weiß gar nicht, ob zwischen Filisur und Bergün noch eine Ortschaft liegt. Aber vermutlich nicht, weil es eben hier so eng ist. Ich gehe ja davon aus, dass wirklich dann Bergün der nächste Bahnhof ist. Überall Lawinenschutzzäune. Klar, muss ja alles geschützt sein. Die Albula-Linie fährt ja auch im Winter. Durchgehend befahrbar alles, auch im Winter. Da muss man dann schon Vorkehrungen treffen. Steinschlag, Schneelawinen. Hier sind überall die Felsen. Da ist eine kleine Station. Was könnte das sein? Welcher Bahnhof ist das? Und da steht auch ein Gegenzug. Also das ist noch nicht Bergün, weil so weit sind wir noch nicht. Das muss irgendein. Es könnte Latsch sein. Vielleicht ist es Latsch. Das ist aber kein richtiges Dorf, das ist eigentlich eine Umsteigemöglichkeit. Ich sehe eigentlich keine weiteren Häuser. Was steht hier? Ne, GE662 steht hier, 705. Mit EW4-Wagen. Ist auch sehr schön. Wie heißt die Station? Steht nichts dran. Ach, doch, hier hinten. Das wollen wir doch mal sehen. Also ich tippe jetzt auf Large, aber ich kann mich auch irren. Hier ist die GE662. Ja. Stagel. Stagel? Hm. Okay, Stagel heißt die Station.
Aber wie gesagt, das ist eigentlich kein richtiges Dorf. Aber schöne Lok. Ja, also meist die GE662. Ja. Mit der können wir dann auch mal eine Runde fahren. Da haben wir einen etwas älteren Führerstand wahrscheinlich drin. So, unser Gegenzug. Das ist ein sogenannter Interregio, der hier steht. Mit EW4-Wagen. Das sind die modernen EW4-Wagen. Und ein Gepäckwagen. Also ich weiß nicht, wo man von Stadis aus noch hinkommt. Ich glaube, da gibt es Möglichkeiten für Wanderwege, dass man dann noch woanders hinlaufen kann. Also die Bahn wird ja auch von Schlittenfahrern und von Wanderern natürlich auch rege genutzt. Und da sind solche Zwischenstationen dann auch willkommen, dass man auch zwischendurch mal einsteigen kann. Schlängelt sie sich langsam die Berg hoch Richtung Albula. Also der Zug fährt natürlich nicht über den Albula Pass, dafür haben wir ja den Albula Tunnel. Bei Preda geht es dann in den Albula Tunnel. Aber so weit sind wir noch nicht, das ist dann die nächste Etappe vermutlich. Da kommen wir halt nicht durch und die Autos fahren über den Pass drüber, über den Albula Pass. Auch eine sehr, sehr schöne Gegend. Hier nochmal ein Blick zurück. Da, wo die Landwasser praktisch auf die Albula trifft. Denn ja schon bei Jürgen. Dann wird schon wieder hell. Ich weiß auch nicht, wie hoch der Albula-Tunnel liegt. Ich glaube, der liegt ja so auf 1600 Meter. Also müssten alle davorliegenden Orte etwas tiefer liegen. Logischerweise. Weil der Albula-Tunnel markiert dann praktisch die höchste Stelle dieser Strecke. Da ist die Passstraße. Und der sogenannte Albula-Zirkus ist dann zwischen Bergün und Preda. Das werden wir dann auch erst beim nächsten Mal sehen, dass es kreuz und quer über Brücken, Tunnels geht und in vielen Schleifen und Schlaufen. Das ist dann der nächste Film. Von der Jahreszeit her würde ich sagen Juni. Passt jetzt ganz gut rein. Da wächst eine ganze Menge da oben. Da ist eine Ortschaft. Ist das schon Bergün? Nee. Doch, das ist Bergün. Wir sind schon in Bergün, ja, sagenhaft. Übrigens, Bergün gibt es, wer es noch nicht weiß, da gibt es ein Eisenbahnmuseum. Sehr sehenswert, vielleicht können wir mal einen Blick rüberwerfen. Das ist dieses große, lange Gebäude. Da ist ein Eisenbahnmuseum drin. Über die Rätischbahn, über die Albula-Bahn. Sehr sehenswert. Und der Ort Bergün ist auch sehr schön. Kann ich nur empfehlen. Vielleicht können wir ja noch kurz einen Rundblick machen über die Örtlichkeit. Hier ist der Bahnübergang. Vielleicht können wir mal kurz einen Rundblick machen über den Ort. Genau. Also hier direkt vor uns, dieses lange Gebäude,
Da müsste, glaube ich, das Museum drin sein. Und davor steht übrigens noch ein braunes rätisches Krokodil. Hier jetzt nicht, aber hier wäre jetzt die, auf diesem Abstellgleis steht normalerweise ein braunes rätisches Krokodil. Ja, das war's mit der Strecke. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Würde uns sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao. Ja, ciao.